Erstfeld auf Podio wird mit 57 km der längste und grösste der Welt. Seit 7 Jahren wird daran gearbeitet. Dass so ein gewaltiges Tunnel hebt, für das braucht es eine permanente Kontrolle. Zum Beispiel von der Betonverkleidung, die im NEA-Tunnel zum Teil über 1 Meter dick ist. Brigitte Weibel hat eins von den NEA-Prüflabor besucht. Dort rund 1300 Meter unter dem Boden. Tag und Nacht sind die Bauarbeiter im NEA gestohlen. Tonnenweise Material brechen sie aus dem Berg raus. Der Stein ist brüchig, ganze Brücken könnten noch hinten reinkommen, wenn man nicht sofort Beton an die Wände spritzt. Beton, der ganz sicher muss halten. Etwa alle 250 Meter nimmt man ein paar Probebohrungen, sogenannte Prüfkerne verschiedener Grösse aus dem Beton. So ist die Vorschrift. Wo liegen denn die heiklen Punkte? Hier vor allen Dingen im Einbau. Also der Beton kommt eigentlich immer mit guter Qualität aus der Betonieranlage, aus der Betonanlage. Und der Einbau ist die heikle Sache. Da kommt der Mensch wieder mit ins Spiel, mit dem Spritzautomat. Die Arbeiter arbeiten gut hier, aber Fehler werden, wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Um ja keine Zeit zu verlieren, prüft die Testfirma DMP den Beton gerade im Stollen selber, in einem extra dafür eingerichteten Labor. Ganz wichtig ist, dass alle Betonklötze das gleiche Mass haben, sonst gibt es kein genaues Messresultat. Darum wird jeden einzeln zugeschnitten. Ist das streng, Beton schneiden? Nein, wenn man so jung ist, geht es noch relativ gut, um schnell zu schneiden. Wie tief das Wasser im Beton eingeht, das misst man zum Beispiel bei diesen Bohrkernen. Und zwar dann, wenn viel Gewicht drauf drückt. Mehr als 3 cm darf das Wasser nicht rein, sonst gibt es später im Tunnel Probleme. Die kleinen Betonkerne spannt man in eine andere Maschine ein. Auch hier geht es um Druck. Eines der grössten Probleme beim NEA-Tunnel, 1300 Meter unter dem Boden. Und noch etwas anderes macht es da unten schwierig. Immer wieder wird gesprengt, dann wackelt das ganze Labor. Werden da Prüfergebnisse nicht verfälscht? Nein, weil ja nicht ständig gesprengt wird. Durch die 3 Hubsignale hören wir ja, wenn eine Sprengung ausgelöst wird. Und dann wird in der Zeit halt gerade mal nicht geprüft. Ganz sensible Messungen kann man im Stollen drin nicht machen. Obwohl das Labor von der IMP an der Tunnelwand aufgehängt ist, damit man die Sprengungen nicht so merkt. Plattenweise muss man den Beton, den man extra für den Test gespritzt hat, aus dem Schacht rausholen und ein-, zweimal im Monat in Kisten von Sedrun auf Oberbuchseite bei Solothurn an IMP-Hauptsitz fahren. Knapp 90 Kilo schwer ist eine solche Platte. 7 Tonnen Gewicht lässt man jetzt mit einer Präzisionsmaschine auf die Platte einwirken. Jetzt haben wir schon die ersten Risse. Man versucht, den Druck im Tunnel drin zu simulieren. Je länger die Maschine drückt, desto mehr verreisst der Beton. Das ist der Beton, der eigentlich im Neostollen drin die Tunnelwände verkleiden sollte. Das sieht da bei dem Test aber nicht gerade vertrauenerweckend aus. Also der Beton, der würde jetzt Neo-Tunnel nicht haben? Mal, der würde schon haben. Solche Deformationen hoffen wir nicht, dass wir im Berg haben. Also das ist ein guter Beton? Es ist ein guter Beton, es ist ein guter Versuch. Wenn man da sieht, wie stark sich ein Beton deformieren kann, ist man als Fachmann selber immer wieder. Und ich denke, es war auf eine Laie wahnsinnig. Dass ein Beton, wo eigentlich ja, man sagt ja, Betonkopf ist etwas Herz und wie flexibel Beton kann sein. Die vielen Stahlfasern im Beton drin sollten die Platte schlussendlich zusammenheben. Wenn so eine Testplatte trotzdem einmal auseinanderspringen würde, dann wäre es aber nicht mehr gut. Das erste Mal gibt es einen Alarm bei uns, dass wir das überprüfen, sind die Werte tatsächlich schlecht. Das tun wir mit zusätzlichen Prüfungen abklären. Zudem ist es so, dass die ARG, also die Unternehmung, die das Qualitätssicherungssystem ja hat, wo eigentlich keine schlechten Werte können produziert werden. Zurück zu Sedrun im Berg. Um böse Überraschungen möglichst auszuschliessen, macht die IMP auch jeden Tag Test vom Frischbeton. Temperatur, Dichte und Festigkeit misst man. Ein Pflatschbeton kommt, nachdem man ihn geschüttelt hat, eine ganz bestimmte Form über. Also jetzt habe ich das Ausbreitmaß gemacht. Das ist für Konsistenz, dass man sieht, wie der Beton fließt. Und das kann man so messen. Das ist wichtig, dass der Beton gut ist. Das ist wichtig, ja. Sonst, wenn er zum Beispiel zu nass wäre, würde er hier auf dem Teller runterlaufen, dann ist der Beton sicher nicht gut. 16 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche testet die IMP Beton im NEA-Stollen drin. Man muss wirklich keine Angst haben, dass ein Teil von der Tunneldecke runterkommt.
Das ist wirklich saubere, solide Bauwerkskunst. Und wenn das Bauwerk fertig ist, muss man im Zug wirklich keine Bedenken haben. Wenn der Neotunnel dann einmal fertig ist, sollte Leitze Traun etwa 2 Millionen Kubikmeter Spritzbeton an der Tunnelwand oben haben, wo man Hinterschi und Fürschi getestet hat. In knapp 2 Wochen wird das andere Eisenbahnbasistunnel, das am Lötschberg, durchstochen. Schweiz Aktuell berichtet darum übernächste Woche, jeden Abend direkt aus dem Rhone und dem Kandertal.